Männer und ihre Spielzeuge. So ist es dem einen oder anderen vergönnt, sich dem jungen Traum im Alter zu erfüllen und Autorennen zu fahren. Reinhard Hanke ist einer von denjenigen, der im Rentenalter seinen Traum leben kann. Zwar vermiedet er die italienischen Sportwagen nur, doch hin und wieder juckt's auch ihn in den Fingern. So nutzte er am Sonntag das Wetter und die Gelegenheit und sprang in sein Kart und drehte die ein oder andere Runde. Immer wieder hin und zurück. Der Weg zur Kegelbahn war eben etwas kurz. Als dann auch noch einer seiner Freunde sein Rennauto im Festzelt parkte, hielt es auch die eingefleischten Kegler nicht mehr auf den Sitzen. Schnell ein Erinnerungsfoto und der Tag war perfekt. Ja, wir sind hier, weil mein Freund Enzo, was die Bäckerei Hanke ist, ist ein sehr guter Freund von uns. Demzufolge hat er uns gebeten, mal nach Wehlitz zu kommen, zu den Keglern. Und freuen uns, dass er uns eingeladen hat, denn er unterstützt uns auch hier in unserem Rennsport. Die Rennboliden waren bei dem diesjährigen Sportfest ein Hingucker und vor allem ein Hinhorcher. Denn wenn die Maschinen gestartet wurden, stieg der Lärmpegel in dem kleinen Ort erheblich an und die Neugierde lockte die Anwohner nach draußen. Frank Thalmann, besser bekannt als Jackie, fährt bereits seit 1984 Autorennen. Und hatte mal kurzzeitig aufgehört, bis der Virus mich wieder gepackt hat. Und dann haben wir gesagt, steigen wir diese Woche wieder ein. Weil ich bin ja vor Seifert viele Jahre gefahren. ADAC GT Cup, Fiesta Cup. War auch eine sehr schöne Sache, aber es war zu professionell. Hier ist es einfach locker in diesem Sport. Und das ist unser Alternsport, unser Spielzeug im Alter. In seinem Leben gibt es zwei Prinzessinnen. Zuerst kommt sein Auto, ein russischer Estonia 25, ein Nachbau des Dallara, eines Formel-3-Fahrzeugs. Angetrieben wird dieser von einem 1600 Kubik großen Lada-Motor. Circa 130 bis 150 PS, kommt immer drauf an, welches Budget jeder Fahrer hat. Der eine mehr, der andere weniger, ist schon klar. Und das sieht man dann auch auf der Tabelle, wo wer steht. Und wir machen aber alle das Beste draus, keine Frage. 2007 wurde er Vizemeister und 2008 belegte er Platz 3. In der aktuellen Rennwertung liegt er derzeit auf dem 4. Platz. Aber Sie haben noch eine andere Prinzessin an der Seite, ne? Ich habe noch eine andere Prinzessin, das ist meine Chefmechanikerin. Sie sitzt, glaube ich, hinter mir. Ja, sie leitet alles, sie leitet das ganze Team. Sie ist ja die Managerin von diesem Stall, weil alleine geht's nicht. 2007 war sie Managerin und Mechanikerin, da sind wir Vizemeister geworden. Das war natürlich sehr schön, daran hält sie sich auch fest. Aber man braucht schon noch eine männliche Hand mit bei der Sache. Aber sonst ist alles okay. Die Frage des Warum war schnell beantwortet. Weil ich den Mann liebe. Den Mann oder das Hobby? Beides. Aber an erster Stelle den Mann. Und ich sag mal, wenn wir zusammen sind, dann gehören wir zusammen. Dann kann ich nicht zum Strickzeuge gehen. Und er sagt, tschüss Schatz, ich fahre 4 Tage zum Rennen. Geht nicht. Und ich bin früher selber zu DDR-Zeiten kurzzeitig Karwagen gefahren. Und dann ging es aber nicht mehr. Und da habe ich dann gesagt, okay, machst du ein bisschen in der Organisation mit. Dann war ja durch die Wende Ruhe. Wir haben uns jetzt wiedergefunden vor 6 Jahren und wir kommen aus dem Urlaub, er hat das Rennauto gefunden, er sagt, Schatz, ich möchte gerne so ein Spielzeug haben, ich sage, dann mach's. Und da habe ich eben gesagt, dann machst du mit. Na, und ich kann, ich sag mal, wenn eine Frau sowas mitmacht, dann muss es richtig mitmachen. Und nicht ein halbes Jahr und dann anfangen mit Meckern und sagen, nee, ich will das nicht mehr. Und mir gefällt der Motorsport, es macht Spaß, es ist hart, aber es macht trotzdem Spaß. Aber die Angst ist bei den Rennen immer im Hinterkopf. Ich bin immer froh, wenn er jede Runde wieder rumkommt und das Herz geht und geht und viele sagen zu mir auch an der Boxengasse, Sabine, bleib ruhig. Ich sage, ich kann nicht. Viele sagen ja, es ist nur ein Spaß. Es ist kein Spaß. Es ist ein harter Job, muss ich sagen, jetzt nicht nur als Mechaniker oder als Ehefrau oder als Fahrer, weil ich sag mal, er will vorm Rennen seine 5 Minuten total für sich, da schirme ich ihn vollkommen ab. Und für mich ist es, wenn er reinkommt und ich sehe, an dem Auto ist nichts kaputt, sage ich, ist okay. Na, weil egal, ob das ein Formel 3, ein Formel 1, ein Estonia oder sonst irgendwas, 16, 1300, es geht hier um Menschenleben. Und dann sage ich mir immer wieder, Leute, achtet drauf,
dass alles in Ordnung ist und dass er nüchtern fährt und weiß ich nicht alles. Aber ich sag mal, es ist nun mal denen ihr Hobby und sie sollen es ausleben. Auch Michael Parkendorf aus Leipzig konnte sich dem Rennfieber nicht entziehen. Er ist im Besitz eines Formel 3 Doppelsitzers. Solche Modelle sind besonders bei den Zuschauern beliebt, weil sich die Möglichkeit bietet, einmal mitzufahren und die Rennluft zu schnuppern. Ja, ich sag mal so, Motorsport ist ein Virus. Wenn es ihn einmal gepackt hat, dann die Motoren, die Klänge, dieses Ganze ringsrum, die, ja, einfach faszinierend, ja. In der illustren Runde war auch noch der DDR-Meister von 1989, Heinz Sieger, dabei. Er brachte einen MT-77 mit. Die zwei Buchstaben bedeuten Melkus Tassler. Das ist der Produktionsbeginn von 1977. Das Besondere an dem Auto ist, dass es schon im Windkanal in der TU Dresden war für damalige Verhältnisse und mit wenig Leistung sehr, sehr flott unterwegs ist. Daneben war ein MTX Metallics, ein tschechisches Fahrzeug. Es hat als Antriebsaggregat einen Lada-Motor und ein Getriebe von Skoda. Nachteil des Autos, man kann die einzelnen Gänge nicht wechseln. Wir haben das Gute, dass wir in der ADAC Master und unsere Formel heißt ADAC Historic Cup, wo sich dort praktisch 30 Fahrzeuge unter diesen Bedingungen messen. Und wir haben auch ein ganz strenges Reglement, dass hier aufgepasst wird, dass hier nur Teile dran sind, die es bis 1990 im Prinzip gab. Seit 30 Jahren ist Motorsport sein Leben. Und er hat schon viele Siege errungen. Ich bin damals gefahren im Pokal für Frieden und Freundschaft in 7 Ländern. Also das waren der Ostblock-Meisterschaft bis Kiew rüber und überall. Bin 1989 DDR-Meister gewesen und auch noch bin ich Porsche Cup gefahren. Ich bin Fiesta Cup gefahren. Ich bin in der DDT, Deutsche Tourenwagen-Trophäe, auf BMW gefahren. Und heute haben wir die Fahrzeuge wieder rausgeholt und wollen den Motorsport, der damals in der DDR war, noch den Leuten zeigen, was es damals schon bei uns gab.